Ich werde mich heute mit dem Thema regional und nachhaltig befassen, mit neuen Energiekonzepten in die Zukunft. Ich habe das Ganze etwas praxisorientiert aufgebaut, weil wir als SC Versorgungs AG sind einfach hier in der Region unterwegs und sind hier als regionaler Partner auch von vielen Unternehmen, wie ich heute Abend schon kennengelernt habe, dabei, Konzepte umzusetzen. SW ist Teil des Ganzen und als Energieversorger hat man natürlich eine gewisse Verantwortung über die Themen, die mit dem Thema Nachhaltigkeit, nachhaltiger Energieversorgung zu tun haben. Wir haben einen jährlichen Absatz von über 877 Gigawatt Strom. Das ist für den einen oder anderen gar nicht zu greifen, welche Menge das ist in so einer Region für Wiesbaden und bundesweit. Gasverkauf von 1800 Gigawattstunden und Wärmeverkauf in Form von Fernwärme, der sich auf immerhin 250 Gigawattstunden beläuft. Das Ganze ist seit 90 Jahren unser Geschäftsfeld. Wir als SW Versorgung sind als regionales Stadtwerk mal hier ins Leben gerufen worden und haben uns seitdem zum Energiedienstleister entwickelt. Wir haben Geschäftsfelder, die sich mit allen neuen Themen befassen, aber auch natürlich die klassischen Themen der ganz normalen klassischen Energieversorgung. Wir betreiben über 120 Kilometer Fernwärmetrasse. Ich beziehe mich jetzt erstmal nur auf die Fernwärme, weil die Fernwärme für mich das spannende Thema der Nachhaltigkeit ist. Strom und Gas, das ist für alle selbstverständlich, Strom kommt aus der Steckdose. Die Fernwärme hat noch so ein bisschen Faszination, weil sie eine Renaissance erlebt. Deswegen werde ich heute auch mehrmals auf dieses Thema noch eingehen. 1768 Hausanschlüsse gibt es in Wiesbaden. Das ist nicht besonders viel, wenn man vergleicht, sieht, wie viel Strom in Wiesbaden abgenommen wird und in der Region. Wir haben damit einen THG-Faktor von 104,9 Gramm pro Kilowattstunde, den wir dort emittieren. Darüber hinaus sind wir aber auch öffentlicher Mobilitätsdienstleister. Das heißt, wir bieten Stromtankstellen, Schnellladestationen und Gleichladestationen an. Das heißt, Hypercharger und bieten diese von Itzstein bis nach Frankfurt, Hochheim, aber auch am Rhein entlang bis nach Rüdesheim an. Wir als SW stellen natürlich unsere persönliche Energiebezug auch immer unter das Thema Nachhaltigkeit. Wir bieten Energie an, die wir den Kunden anbieten und die müssen zum großen Teil heute aus nachhaltiger Energie kommen. Wir sind seit 2008 atomstromfrei und investieren regelmäßig in neue Anlagen, wie zum Beispiel Biomassekraftwerke in Wiesbaden, das am Dückerhoffbruch steht, oder die Windenergie, wo wir alleine 18 Anlagen über Joint Venture oder eigene Investitionen mittragen. Die Nahwärme als kalte Nahwärme auch bezeichnet. Da haben wir Pilotprojekte im Bereich Wiesbaden eingeführt, um aus Abwärme, die eigentlich nicht mehr brauchbar ist, neue Energie zu gewinnen und diese in die Gebäude hineinzubringen. Photovoltaik ist für jeden, für Sie schon ein großer Begriff, ist das, was klassisch in den Unternehmen auch schon bekannt ist. Damit kann man wirklich gute Ergebnisse erzielen. Ein kurzer Überblick, warum wir uns damit befassen. Regional nachhaltig heißt natürlich auch, dass man versucht, immer Energie dort auch zu produzieren, wo das Ganze auch verbraucht wird. Das ist in den letzten Jahren immer schwierig gewesen, weil die Windkraft war nicht in ganz Deutschland so ausbaufähig, wie man sich das gern gewünscht hätte. Das heißt, wir haben auch bundesweit investieren müssen, um unsere Nachhaltigkeitsziele selbst erreichen zu können. Treiben oder ziehen lassen. Ich habe das mal so genannt, weil ich dieses etwas trockene Thema der politischen Entwicklung, der Gesetze und der Vorgaben Ihnen näher bringen wollte auf dem Weg, wie eigentlich alles entstanden ist. Wir haben es heute schon gehört, die Klimakonferenz von 2015 war natürlich initialer Punkt. Daraus sind in den letzten Jahren viele Gesetze und viele rechtliche Normen geworden, die uns als Bundesrepublik ganz extrem belasten. In Rahmen geben, wie das Ganze durchzuführen ist. Aber natürlich auch, wir als regionales Stadtwerk haben das als Wiesbadener Unternehmen dann auch in Wiesbaden umzusetzen. Und das habe ich Ihnen als Beispiel einfach mal mitgebracht, was das zum Beispiel auch für eine strategische Wärmeplanung in Wiesbaden bedeuten kann. Diese Grafik zeigt, wie man eine Wärmeplanung in Wiesbaden nachhaltig und regional umsetzen könnte. Das Ganze ist vom Umweltamt in Wiesbaden entwickelt worden und man sieht hier einfach
in welcher Region von Wiesbaden, ist ja flächenmäßig ziemlich großes Landeshauptstadt, die aber auch kleine Vororte hat. In dem mittleren blauen Bereich sieht man zum Beispiel das Pferdewärme-Vorranggebiet, was hier eingezeichnet ist. Gelbe Gebiete sind ja zukünftig vermutlich eher mit Strom zu versorgen, und rosafarbene Gebiete, da ist man noch nicht ganz sicher, welche nachhaltige Wärmestrategie man dort anwenden kann. Und das sind so die Probleme, die Sie als Unternehmen kennen, die wir als Versorger kennen. Wir müssen uns einfach an diese Wärmeversorgung der Zukunft annähern. CSR, Corporate Social Responsibility, da haben wir heute schon viel drüber gehört, da überspringe ich einfach mal. Jedes Unternehmen muss sich damit befassen. Es gibt dort die Nachhaltigkeit, die im Unternehmen nicht nur auf einer Basis ist. Also Nachhaltigkeit ist ein komplett umfassendes Gedankenspiel, und man kann sich nicht nur auf den ökologischen Faktor hier beschränken. Warum ist regionale Nachhaltigkeit eine gute Option? Ja, weil wir alle Facetten des Unternehmens mit hineinpacken müssen. Wir müssen die Logistik, das Recycling, die Wiederverwertung von Rohstoffen, aber auch natürlich den Handel mit unseren Partnern und das Hineinflechten von erneuerbaren Anlagen in diese Unternehmen hier zusammenfassen. Weil für unser Unternehmen auch, gibt es natürlich auch einen wirtschaftlichen Gedanken dahinter. Ich habe das mal hier von dem Statistischen Bundesamt mitgebracht. Das Thema Nachhaltigkeit hat tatsächlich auch eine Auswirkung auf die Kaufentscheidung unserer Kunden. Das heißt, wenn ein Unternehmen nicht nachhaltig ist, dann hat man da hier erhoben, dass 14% der Kunden sagen, sie kaufen keine Lebensmittel mehr von nicht nachhaltigen Unternehmen. Oder im Bereich der Mode oder Beauty- und Pflegeprodukte. Wenn hier keine Nachhaltigkeit drin ist, dann gibt es einen Umsatzrückgang. Das heißt, tatsächlich, wir haben es am Anfang schon gehört, eine Nachhaltigkeitsentscheidung ist nicht nur rein ökologisch zu betrachten, sondern auch wirtschaftlich. Es ist aber auch dazu zu sagen, es ist immer ein Entwicklungsprozess. Wir müssen unser Unternehmen dahin entwickeln und müssen das auf die politischen Anforderungen, auf die Kundenbedarfe, aber auch natürlich auf unsere Investoren, auf unsere Geldgeber hin anpassen. Die Öffentlichkeit beobachtet unser Unternehmen besonders streng, weil wir natürlich Vorreiter sind, um eine Gesellschaft weiter zu konzipieren. Warum erzähle ich Ihnen das Ganze? Weil wir natürlich ganz viele kleine Projekte in unseren Unternehmen schon umgesetzt haben. Das heißt, jeder kennt es, man hat ein Problem und man versucht, das Problem in einer kleinteiligen Lösung zu lösen. Die dezentrale Stromerzeugung ist das Konzept, was mittlerweile auf jedem Dach zu finden ist von Unternehmen. Hier habe ich mal eine Fassadenanlage mitgebracht, die natürlich noch hier eine Neuerung wirkt, und wie das ganze Modell aufgebaut wird, wie der Strom nachher finanziert wird aus dieser Anlage, ist zweitrangig. Wir finden Photovoltaikanlagen auf Dächern, aber mittlerweile auch als Carport-Lösungen auf Parkflächen. Die gesetzlichen Vorgaben hierfür sind immer strenger. Das heißt, auf neu versiegelten Flächen ist es dann zukünftig sogar auch Pflicht, diese Anlagen mit einer Carport-Lösung zu versehen. Da hat man natürlich verschiedene Bauteile, die man wie kombinieren kann. Man sieht es, da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ich stelle das deswegen vor, weil natürlich auch hier immer Kosten dahinter stehen. So eine Carport-Anlage ist natürlich deutlich teurer als eine Photovoltaikanlage auf einem Dach. Bei einer Photovoltaikanlage nutzt man bereits Flächen, die dort sind, und belegt sie mit PV-Modulen. Hier muss man komplette Erdarbeiten machen. Man hat hier komplette statische Berechnungen zu tun. Man hat Stahlpfosten einzuschlagen. Ich habe es jetzt mal hier gesagt, eine Rammtiefe von 5 Metern. Das heißt, man ist hier einfach im Kostendruck, dass diese Anlage nachher auch eine Wirtschaftlichkeit darstellen muss. Das heißt, am besten wird der Strom, der hier erzeugt wird, auch im Unternehmen direkt verbraucht und nicht eingespeist ins öffentliche Netz, weil dort die Einspeisevergütung natürlich deutlich geringer ist, als wenn man es eigen verbraucht. Auch bei der Stromtankstellentechnologie gibt es eigentlich die zwei bekannten Varianten. Wir haben 22 kW Lader und wir haben die DC-Lader mit bis zu 350 kW. Nur wenn wir jetzt Unternehmen beraten und sagen, sie sollen sich einen 350 kW Schnelllader anschaffen, dann reden wir ganz schnell über Investitionskosten von 100.000 Euro. Und man muss überlegen, ein DC-Lader mit 350 kW, der hat so viel Energiebedarf wie ein ganzes Verwaltungsgebäude von einem großen Unternehmen für eine einzige Stromtankstelle. Das sind Dimensionen, in die wir hier vorbrechen, die man nicht unterschätzen darf. Und deswegen müssen diese Konzepte aufeinander abgestimmt sein.
Das Ganze führt noch weiter, wenn man dann mehrere Ladestationen in ein Konzeptes, in ein ganzes Konzept einbinden möchte. Das heißt, Wallboxen in Reihe schalten, ganze Unternehmensfuhrpark umstellen möchte. Wir haben heute Abend ein schönes Beispiel da von der Firma Gramenz. Kann ich gleich noch ein Beispiel dazu zeigen, die 60 Ladepunkte zum Beispiel auf ihrem Firmengelände installiert haben. Dafür wurde extra ein Trafo gebaut. Ja, das heißt, hier muss einfach ganzheitlich gedacht werden. Man kann nicht einzelne Komponenten nur nehmen, sondern man muss sagen, wie viel Bedarf habe ich, welche Leistung habe ich zur Verfügung und was für ein Managementprogramm, welche technische Lösung kann ich dahinter stellen. Ich komme nochmal hier zur Fernwärme, weil die auch natürlich als eine Lösung immer wieder ins Spiel kommt. Das ist unser Fernwärmenetz für Wiesbaden. Fernwärme ist leider nicht exportierbar. Das ist immer regional begrenzt. Deswegen ist das unser regionales Thema, das Fernwärmethema. Und Sie sehen, es ist immer noch ausbaufähig in diesem Bereich. Aber auch zum Ausgleich in den Gebieten, wo wir keine Fernwärme anbieten können, haben wir Lösungen. Bausteine, die wir kombinieren können, Luftwärmepumpen, Erdwärmepumpen oder Grundwasserwärmepumpen. Ich zeige das hier in einem Schaubild nochmal schön, wie sowas funktionieren kann. Natürlich, allen bekannt ist die Luftwärmepumpe, die in aller Munde ist. Alle anderen tiefen Wärmepumpen sind natürlich auch kostenintensiver, aber auch sehr effizient. Das heißt, in den Gebieten, wo wir keine Fernwärme anbieten können, gibt es mit solchen Lösungen auch immer Wärmekonzepte, die unabhängig vom Gas dann auch möglich sind. Das Thema Telekommunikation ist natürlich das, was wir als Datendienstleister mit unserem Partner der Witkom, unserer Tochtergesellschaft, auch mit in die Gebäude reinlegen. Wenn wir über Strom, wenn wir über Wärme, wenn wir über Telekommunikation reden, dann ist das immer ein Gesamtkonstrukt, wie man Bausteine kombinieren kann. Weil wir brauchen nicht, den Graben dreimal aufzumachen, um einmal eine Stromleitung zu legen, einmal eine Fernwärmeleitung und einmal eine Telekommunikationsleitung. Hier ist ein ganzheitlicher Ansatz, für den ich immer in diesen Konzepten auch werbe, unbedingt mit anzusetzen. Das heißt, Unternehmen müssen sich, bevor sie Investitionen treffen, eine Gesamtheit ihrer Investitionen verdeutlichen und das Ganze aufeinander abstimmen. Im Glasfasernetz der Witkom sind wir mittlerweile von Frankfurt bis nach Rüdesheim bis hin in den Taunus vernetzt. Das heißt, diese Glasfaserleitung ist für alle Kunden auch hier annehmbar. Das ist ein riesen Glasfasernetz, weil jedes einzelne Kabel wird heute noch tatsächlich in Eigenleistung in den Boden verlegt. Das heißt, das ist eine recht relativ aufwendige Sache. Und die Glasfaser ist natürlich das Mittel der Zukunft. Nur auch hier versucht man immer, alle möglichen Medien gemeinsam in den Boden zu kriegen und in Baugebieten dort gleich drei Medien in den Boden zu kriegen. Was ich Ihnen noch mitgebracht habe als Perspektive, ist das Thema Wasserstoff. Wir haben es vorhin schon in der Diskussion gehört, warum ist Wasserstoff so wenig Teil der Kommunikation und so wenig Teil in den Bereichen, wo man darüber spricht. Wasserstoff wird Teil der Lösung sein, davon sind wir fest überzeugt. Nur es ist ein sehr, sehr ambitionierter Teil, weil Wasserstoff ist hundertmal brennbarer als Gas. Wasserstoff ist nicht einfach so in Gasleitungen einzuführen. Ja. Wir haben noch ein Riesenproblem mit der Herkunft des grünen Wasserstoffs, weil nur grüner Wasserstoff wird uns auch für die Energiewende helfen, für die Nachhaltigkeit. Das bedeutet, wir haben keine Chance, wasserstoffbetriebene Antriebe oder Unternehmen oder Maschinen in Unternehmen zu betreiben, wenn der Wasserstoff nicht wirklich grün ist. Dann haben wir nichts gewonnen. Das heißt, für Wiesbaden als Beispiel haben wir natürlich Gebiete, wo die Industrie ist, wo wir da uns vorstellen können, dass im Jahr 2030 oder später auch Wasserstoff da sein kann. Aber es wird nicht die flächendeckende Lösung, die Brennstoffzelle in jedem Privathaus sein. Aus den ganzen einzelnen Bausteinen optimieren wir am besten so ein Gebäude. Im Privatbereich ist das mit dem einen oder anderen schon im Kopf durchgeplant. Ein Carport vor der Haustür, Photovoltaik und Solarthermie auf dem Dach, eine Wärmepumpe im Keller und am besten alles noch über Glasfaser angeschlossen und verknüpft. Im Unternehmen ist es ein bisschen schwieriger. Ja, da reden wir gleich über andere Dimensionen, da reden wir über andere Leistungsklassen, die wir benötigen. Wie kriegen wir aus Windkraft über Photosynthese dann auch tatsächlich die dann auch Wasserstoff in die Unternehmen rein? Wie verknüpfen wir es mit den PV-Anlagen auf den Dächern oder an den Fassaden, um dieses Idealbild auch zu erzeugen?
Wenn wir ein Energiekonzept denken, dann müssen wir die Planungsphase extrem hervorheben. Energiekonzepte müssen ausgiebig geplant werden. Es bringt nichts, Einzelteile anzufangen und dann wieder zurückzurudern. Wir haben es vorhin von der KfW schon gehört. Sowas ist natürlich auch immer von dem finanziellen Ansatz her zu betrachten. Wir haben die verschiedene Abstimmung der Techniken, der Zuleitungen und der Gewerke im Energiesektor, die extrem aufeinander abgestimmt sein müssen, weil wir auch immer unheimlich viel Platzbedarf brauchen für die ganzen Investitionen. Das heißt, für Wärmepumpen im Keller, für einen Fernwärmeanschluss, für eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, da wird Platz benötigt. Und Sie als Unternehmen haben ja nicht immer die grüne Wiese, wo Sie bauen können, sondern müssen vielleicht auch im Bestand und in den Gebäuden, in denen Sie auch arbeiten, weiterhin diese technischen Maßnahmen umsetzen. Konkret kann das dann aussehen, wie zum Beispiel hier ein Mieterstromprojekt mit Photovoltaik, Photovoltaikanlage aufs Dach, neue Zähleranlage im Keller, ein Speicher im Keller installiert und die Anlage hat dann Kunden oder Privatkunden oder Geschäftskunden mit Strom zu versorgen. Der Restbezug kommt immer weiter aus dem Netz. Das heißt, energieautark ist man mit einem nachhaltigen Projekt nicht immer. In den seltensten Fällen ist man energieautark, weil es natürlich immer auch Randzeiten gibt, in denen die Photovoltaikanlage keine Energie liefert und der Speicher auch leer ist. Das heißt, wir sind nie energieautark. Spannend wird es zum Beispiel in Projekten der kalten Nahwärme. Wenn wir über Abwasser sprechen, sprechen wir meistens über Bereiche, die gar nicht im Bewusstsein der Menschen sind. Wer von Ihnen hat schon mal darüber nachgedacht, aus Abwasser Wärme zu gewinnen, um Häuser oder Unternehmen zu versorgen mit Wärme? Die wenigsten. Das ist natürlich auch eine anspruchsvolle Aufgabe, weil man muss tatsächlich Wärmepumpen in die Kanäle einbringen. Das heißt, das ist nur in Absprache mit dem Versorger möglich. Man muss es puffern über die individuelle Abnahme des Unternehmens. Das heißt, wir haben es von der Bäckerei Schäfer gehört, dass sie ihre Abwärme auch nutzen aus den Schornsteinen. Das ist das Thema, wo man das Unternehmen einfach unheimlich tief kennenlernen muss und da auch wieder die Planung extrem nach vorne heben muss. In unserem Biomasse-Heizkraftwerk versuchen wir nachhaltig Fernwärme zu erzeugen. Das gesamte Fernwärmenetz der SW-Versorgung wird aktuell durch dieses BMHKW, was 2013 in Betrieb genommen worden ist, versorgt. Nicht nur Wärme wird dort erzeugt, sondern auch Strom. Das heißt, wir können bis zu 12.000 Haushalte mit Strom und Wärme aus einem Biomasse-Heizkraftwerk versorgen. Das Ganze wird aber nicht reichen, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen und über den Umbau der kompletten Wärmeversorgung in Wiesbaden, aber auch bundesweit. Das heißt, alle Unternehmen werden sich früher oder später darüber Gedanken machen müssen, wo ihre Wärme herkommt, aus welchem Medium sie gezogen wird. Wir in Wiesbaden haben diese Entscheidung gemeinsam mit der Firma Klettenbrech und Gurdelich getroffen und wir werden ein Müllheizkraftwerk, ein Ersatzbrennstoffheizwerk errichten und die Fernwärme aus diesem Ersatzbrennstoffwerk geht komplett in die Fernwärme und so sichert es den Ausbau der Fernwärme in Wiesbaden für die nächsten Jahre. Die NASPA hat auch schon gesagt, in den nächsten Jahren wird hier auch bald Fernwärme dieses Gebäude beheizen. Das ist einfach nur möglich, weil wir die ganze Kapazität der Fernwärmeversorgung gesteigert haben. Jetzt habe ich ziemlich viel über hypothetische Projekte gesprochen. Jetzt würde ich Ihnen gerne noch ein paar praktische Beispiele zeigen, wie wir das in der Praxis auch schon umgesetzt haben, weil das ist ja, was Sie eigentlich interessiert. Wie funktioniert es in der Praxis? Wie sieht sowas aus? Ein großes Mieterstrommodell haben wir zum Beispiel in Mainz-Kastell hier in Wiesbaden umgesetzt, wo wir 112 Wohneinheiten in zwei Gebäuden mit Photovoltaik auf dem Dach versorgt haben und alle Wohnungen komplett über Mieterstrom möglich gemacht haben. Wir haben hier im fremden Netz agiert, weil das ist natürlich von Mainzer Netzen das Gebiet. Das ist in Wiesbaden eine kleine Besonderheit. Und wir haben hier auch als technischen Dienstleister einen Messstellenbetreiber eingesetzt, der nicht von uns selbst aus dem Netz kam. Jetzt komme ich zu einem besonders schönen Projekt, weil ich es auch selbst mit betreut habe. Der Ladepark der Firma Gramenz. Die Firma Gramenz betreibt 4 eigene Photovoltaikanlagen auf den Gebäuden, jetzt schon, und hat im letzten Jahr über 60 Ladepunkte im Normalladestation integriert. Hat die kompletten Fuhrparkmanagement im Pkw-Bereich umgestellt und hat so für die Mitarbeiter und für die Poolfahrzeuge einen vollelektrischen Fuhrpark geschaffen. Mit dem Backup von einem DC-Lader, 150 Kilowatt, mit einer eigenen Trafostation, alles komplett darauf abgestimmt, dass die Mitarbeiter niemals stehen bleiben.
Ein ebenso sehr schön großes Projekt hat die Firma Panasonic hier in Wiesbaden mit uns gemeinsam durchgesetzt. Auch hier Photovoltaikanlage auf dem Dach und der Fuhrpark, der durch diese Photovoltaikanlage gespeist wird. Ein Projekt der Zukunft, so bezeichne ich es mal, weil es natürlich wirtschaftlich anspruchsvoll ist, das wir jemals zu refinanzieren, ist unser Ladehub in der Mainzer Straße hier in Wiesbaden, wo Sie vielleicht auch auf dem Weg hierher reingefahren sind. Hier wird durch eine Photovoltaikanlage Strom erzeugt, sie wird gespeichert, es kommt direkt in die Stromtankstelle rein, es ist eine Carport-Lösung. Wir haben hier versucht, mal ein Modell eines modernen Ladehubs zu bauen und das Ganze auch in der Praxis zu testen. Und diese Ladestation ist tatsächlich mit die meistgenutzte Ladestation in ganz Wiesbaden. Und das ist natürlich das, was wir uns auch für unsere Kunden und für die Gesellschaft vorstellen. Energie aus der Sonne in die Ladestation über einen gepufferten Speicher, das hier dann verwertet wird. Wenn wir über die kalte Nahwärme sprechen, ist das immer ein Thema, was mir besonders im Herzen liegt, weil ich es so spannend finde. Wir haben hier im Parkfeld mit der ELW eine Absprache getroffen, dass wir im Neubauprojekt die Nahwärme nutzen dürfen und haben hier einen Wärmetauscher in das Abwasserkanalsystem eingebaut und können hier diese Wärme nutzen. Das heißt, wir haben einen Wärmetauscher mit 112 Metern Länge und Gewicht von 5 Tonnen eingebracht. Wir sparen dadurch über 65 Tonnen CO2 pro Jahr für dieses Wohnprojekt. Und ja, das zweite Teilprojekt wurde jetzt auch schon 2023 im Sommer begonnen. Für mich eines der schönsten Nachhaltigkeitsprojekte, weil diese Wärme so unbekannt ist. In Edstein haben wir das Energiekonzept an der kompletten Neubausiedlung und Gewerbeobjekt umgesetzt. Hier haben wir mit Wärmepumpen, dem Mieterstrom und Mieterstrom gearbeitet, Photovoltaikanlage auch auf dem Dach, Batteriespeicher im Keller, Wärmepumpe nicht nur zur Wärmeerzeugung, sondern auch für die Kühlung des gesamten Gebäudes. Das heißt, wir nutzen hier die Energie wirklich in alle Richtungen. Und wir haben hier 44 Wohneinheiten und das Ganze haben wir noch über Energiecontracting gemacht. Das heißt, wir können hier dem Kunden anbieten, dass wir uns um die Anlage komplett über die Laufzeit auch kümmern und der Kunde keine Probleme hat, sich Dienstleister zu suchen, sondern wir sind hauptverantwortlich für die komplette Umsetzung und die Betreuung des Projektes. Die Komponenten der Nachhaltigkeit habe ich jetzt in ganz vielen Bauteilen Ihnen vorgestellt. Mir ist wichtig zu sagen, das sind die Möglichkeiten aus meiner Sicht immer zu kombinieren und sich im Vorfeld eine genaue Planung zu machen. Konzepte sind für uns wichtig, um erfolgreiche Nachhaltigkeit zu gestalten. Die Finanzierung, da haben Sie ja einen guten Partner an der Hand. Die Projektierung, die Betriebsführung, die Abrechnung, die entstörenden Service, das ist das, was wir alles bieten können. Und natürlich auch das Controlling und das Reporting ist Teil des Ganzen, um natürlich auch zu messen und zu kontrollen, ob diese Investitionen sich im Nachhinein auch gelohnt haben. Ein Satz zum Schluss. Bei allem, was man tut, ist das Ende zu bedenken. Das ist Nachhaltigkeit. Ich bedanke mich erstmal für die Aufmerksamkeit und freue mich auf Ihre Fragen. Applaus